Hey mein Lieber, ich möchte was mit dir teilen, was mir aufgefallen ist, wovon ich glaube, wenn es dich betrifft, dass es dir wirklich massiv weiterhelfen kann in deinem Leben und vielleicht eine Art Weckruf für dich ist, um was zu verändern, was dich bisher unglücklich macht, wo du vielleicht noch gar nicht genau weißt, dass das der wahre Grund ist, warum es dir gerade einfach nicht gut geht in deinem Thema Beziehungen oder im Thema Frauen. Und zwar, falls du nicht gerade neu bist auf dem Kanal, dann weißt du ja schon, mein Job ist es, Männer erfolgreich bei Frauen zu machen. Und das mache ich schon sehr viele Jahre mit einem großen Team. Wir machen das auch sehr gut. Und wir reden ja immer mit den Männern, bevor wir mit denen zusammenarbeiten und finden erstmal raus, was ist das Thema, wo will der hin? Super oft wiederholt sich dann die Geschichte, dass der Mann erzählt, er kommt gerade aus einer Beziehung raus und in dieser Beziehung, aus seiner Sicht, war eigentlich alles normal, aber wenn du dem zuhörst als Experte und einfach mit vielen Männern schon gesprochen hast, die aus einer Beziehung rauskommen, weißt du halt einfach nur so, Alter, was hat er alles bitte mitgemacht? Ja? Und die traurige Wahrheit aus meiner Sicht, auch mit meiner ganzen Erfahrung, mit diesem ganzen Hintergrund von unglücklichen Männern in unglücklichen Beziehungen, ist eigentlich die, dass diese Kerle mit einer Frau zusammen sind, oftmals, oder zusammengegangen sind, die eigentlich entweder nicht das ist, was sie wirklich wollten, nicht zu ihnen passt, das war, was verfügbar war, oder einfach nur so eine Art von, ja, okay, er konnte nicht Nein sagen, er hatte eigentlich gar keinen Bock auf eine Beziehung, aber er war so konfliktscheu und hat sich dann da irgendwie so eine Beziehung reindrücken lassen. Und wir haben das auch extrem gemerkt. Als der Lockdown war im März, haben wir einfach mehr Geschäft gemacht als vorher und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran liegt das? Und als wir dann mit den Leuten gesprochen haben, habe ich rausgefunden, klar, jetzt war einfach mal wirklich viel Zeit zu Hause mit der eigenen Frau, mit der eigenen Freundin oder der eigenen Partnerin. Und was ist passiert? Man hat gemerkt, es passt wirklich gar nicht. Man hält sich kaum gegenseitig aus, wenn man mehr Zeit miteinander verbringt als sonst. Super viele haben sich dann getrennt, sind dann online suchen gegangen, wie sie was Neues finden können, haben gemerkt, oh Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht nach einigen Jahren oder ich wusste nie, wie es geht und sind dann auf meine Videos gestoßen. Und so gut das auch für mein Geschäft ist, muss ich halt einfach sagen, ich will es einfach mal ansprechen, weil ich es einfach traurig finde, wenn Männer da draußen mit Frauen zusammen sind, die erstens nicht zu ihnen passen, zweitens sie nicht gut behandeln und drittens langfristig überhaupt diesen Mann auch überhaupt nicht glücklich machen können oder vielleicht sogar toxisch in dieser Beziehung beeinflussen, sodass der Kerl einfach nur unnötig ein schlechtes Leben hat, obwohl er einfach richtig, richtig geile Zeit vollbringen könnte. Und schau mal, das Thema ist einfach das. Ja, als Automechaniker siehst du ja auch, wenn du einen Motor siehst, erstmal die ganzen Themen so, okay, was muss man da fixen? Oder du siehst halt einfach direkt die Probleme, die andere vielleicht nicht sehen. Und in meinem Fall ist es halt so, ich sehe halt einfach wieder dieses Thema und denke mir, okay, was kannst du verändern, damit diese Männer gar nicht erst in so eine Lage reinkommen? Oder, das finde ich fast noch wichtiger, weil ich wette, wenn du das Video jetzt gerade anschaust, bist du eher in der jetzt kommenden Situation. Und zwar, oder dass du einfach, wenn du in einer Beziehung drin bist, nicht mit der Frau zusammenbleibst, nur weil du glaubst, du wüsstest nicht, wie du die neue kennenlernst. Beziehungsweise weil du halt einfach Angst hast, du findest nicht wieder eine, so, die dann auch zu dir halbwegs passt. Ne? Und das Thema, was ich da einfach ganz klar sehe, ist, stell dir mal vor, du hättest irgendwie die Auswahl zwischen 10 verschiedenen Jobs, ne? Dann würdest du dir ja auch den besten rausnehmen. Hättest du aber dann nur die Auswahl von einem Job und der ist dann auch noch halbwegs scheiße, so, und du denkst halt, okay, lieber das als arbeitslos, dann ist das genau das Äquivalent, also genau das Gegenstück im Thema Dating zu dieser Situation. Und die meisten Männer haben einfach nie gelernt in ihrem Leben, weil es uns ja auch keiner beigebracht hat, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, auch wenn es in unserer Gesellschaft immer ganz gern so egomäßig dazugehört, ich bin ein Mann, ich muss das mit den Frauen können, keiner würde jemals zugeben, dass er einfach eine Null ist in dem Thema oder die wenigsten wollen das zugeben, weil das Ego im Weg steht, aber es hat uns keiner beigebracht. Und die wenigsten haben das von ihrem Vater gelernt, ja, die Glück hatten, ja. Manche sehen halt einfach so gut aus, die müssen gar nichts machen, okay, cool, ja, oder zumindest wenig richtig machen. Und viele haben einfach die richtigen Rollenbilder gehabt, dann funktioniert das schon, aber ganz viele haben einfach gar keine richtigen Rollenbilder gehabt oder sind einfach in der entsprechenden Zeit, wo es wichtig gewesen wäre, mal das zu lernen, wie man auf Frauen zugeht, wie man sich da so verhält, wie man einfach attraktiv ist durch sein Verhalten, durch sein Auftreten, durch das Charisma, durch das Selbstvertrauen, was man ausstrahlt. Viele haben das eben nie gelernt. Und dann stehst du einfach da und denkst dir, okay, irgendwann total betrunken in der Bar kennengelernt oder irgendwie über einen Kumpel vorgestellt bekommen, dann mit der in der Beziehung geschlittert. Natürlich hast du dann keine Option und natürlich nimmst du dann eben diese Kackbeziehung, bevor du alleine bist. Zumindest viele Leute. Ja. Natürlich gibt es dann auch wieder Leute, die sehen dann irgendwann, okay, es bringt ja sowieso nichts, mich mit irgendjemandem ergänzen zu wollen, solange ich nicht mit mir selber zufrieden bin. Und die arbeiten dann erstmal an sich selber. Aber auch die bleiben dann oftmals alleine, wenn die nicht in der Lage sind, auf Leute zuzugehen. Und das ist einfach so ein Skill, den sehe ich, der fehlt bei vielen Leuten. Das ist so ein bisschen, ja, als würdest du einen neuen Job suchen wollen und du wüsstest nicht, wie man eine Bewerbung schreibt. Oder du wüsstest nicht, wie man irgendwie zu einem Bewerbungstermin hingeht. So, du hast einfach diese Fähigkeit nicht. Natürlich hast du dann in deinem Kopf diese Scarcity, also dieses Mangeldenken und denkst dir, ey, ich kann nichts dran ändern, ich bleibe lieber in der Situation, ist zwar nicht geil, aber ist halt immer noch besser als gar nichts. Ne?
Und der Fix, den ich dir für dieses Thema wirklich an die Hand geben möchte, ist einfach nur, du findest hier auf diesem Kanal so viele Videos darüber, wie du richtig flirtest, wie du richtig auftrittst, wie du richtig kommunizierst, wie du dich gut verkaufst, wie du, weil bei den meisten Männern, sind wir mal ehrlich, die haben nicht unbedingt ein Problem, dass die kein gutes Produkt sind, ja, wenn wir dich mal als Produkt betrachten, das man jetzt vermarkten müsste an Frauen, ne, das ist einfach so zu erklären. Die meisten Männer haben nicht das Problem, dass die ein scheiß Produkt sind, die haben einfach nur scheiß Marketing, die können nicht reden, die können nicht auftreten, die können sich nicht anständig anziehen oder die machen einfach bestimmte Sachen falsch, ja, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die meisten Männer haben einfach mit Mode nicht so viel zu tun gehabt wie die Frauen, ne? Und das sind einfach zum Beispiel solche Sachen, wenn du das halt einfach nicht im Griff hast, dann kommunizierst du damit so, ich bin einer, der peilt's nicht. Und wenn du dann auf eine Frau zugehst und dann auch nur was daher stammelst oder gar nicht erst weißt, was du sagen sollst oder bei den meisten Männern gar nicht erst hingehst, sondern nur guckst oder ihr hinterher pfeifst oder was auch immer, ne, dann ist natürlich klar, dass du auch keine Optionen schaffst in deinem Leben. Und das Krasse ist halt einfach, wenn du jemand bist, der grundsätzlich, also mit dem grundsätzlich eigentlich alles in Ordnung ist, ne, der einfach nur das nicht auf die Reihe kriegt, dann kann man das innerhalb von so kurzer Zeit verändern. Man kann das innerhalb von 2, 3, 4, je nachdem, wo du halt stehst, oder auch 8 Wochen, kann man das an den Punkt bringen, dass du einfach jede Woche 2 neue Frauen kennenlernst, mit denen du auf Dates gehen kannst, wo du dir selber aussuchen kannst, will ich jetzt mit der eine Affäre haben, möchte ich mit der in einer Beziehung sein, wird das meine Partnerin, was auch immer. Und das ist halt einfach etwas, was ich selber immer sehr, sehr traurig finde, wenn ich dann da draußen Männer sehe, die mit Frauen zusammen sind, wo es nicht passt, oder die dann alleine sind und es nicht schaffen, eine kennenzulernen, obwohl es coole Typen sind. Oder einfach die nicht an sich glauben und das einfach nicht verstanden haben, weil ihnen das eben keiner gezeigt hat. Und das ist wahrscheinlich für mich vom Gefühl her so, als wärst du ein Automechaniker und du siehst Leute mit kaputten Motoren rumfahren und du hörst halt einfach nur, das fällt jetzt gleich auseinander und dem fliegt das alles um die Ohren. Und dir tut das halt einfach in der Seele weh, das zu sehen, weil du halt weißt, mit 2, 3 Veränderungen an der Schraube oder mit einmal Öl nachfüllen, wäre es halt schon geregelt. Ne? Und das ist halt einfach auch oftmals das Thema bei Männern. Also wenn du einfach einmal verstanden hast, wie funktioniert die Kommunikation, wie funktioniert das Auftreten, wie funktioniert das alles, hast du schon so viel bessere Karten. Und das findest du eben alles hier auf dem Kanal. Kannst einfach den Kanal abonnieren, kannst die Glocke anmachen, verpasst du keins der Videos mehr. Vor allem, du kannst dir halt auf diesem Kanal einfach alles mal durchschauen, was dich zu diesen Themen interessiert, weil einfach super viel dabei ist. Und das kommt halt auch nicht von ungefähr, sondern ich mache das schon seit sehr vielen Jahren. Ich war früher selber nicht gut mit Frauen und habe das dann einfach für mich verändert. Und dadurch erst gemerkt, man kann das ändern. Und dann kamen halt immer mehr Leute auf mich zu und haben halt Fragen gestellt, so was ist da passiert? Und dann ging es halt immer mehr in diese Richtung, dass ich das dann auch anderen beigebracht habe. Und so hat das damals angefangen bei mir. Und ja, jetzt mittlerweile haben wir halt den größten Kanal in Deutschland zu dem Thema. Und es ist auch wirklich ein Business, was gut funktioniert, weil wir den Leuten auch wirklich mega geil weiterhelfen. Also ich habe jetzt auch letzte Woche wieder 2 Leute getroffen, zufällig hier in Wien, die mich dann erkannt haben und gesagt haben, Alter, du hast mein Leben verändert, mega, mega geil. Also das kommt nicht von ungefähr, sondern das ist auch wirklich das, was dann auch am Ende funktioniert, wo die Leute auch am Ende glücklich sind. Und wenn das was für dich ist, schau dich hier auf dem Kanal um. Und ansonsten, wenn du sagst, ey, ich würde aber gerne das Thema richtig krass anpacken, an der Wurzel, mich mal vollkommen verändern, dann klick einfach mal hier oben auf das i, findest ein Video, was ich da gedreht habe, schau dir das mal an, was ich da erzähle, könnte genau das Richtige für dich sein. Aber unabhängig davon, ne, wichtig war mir jetzt einfach nur, in diesem Video dir einfach einmal mitzugeben, mach die Augen auf. Schau mal, in was für einer Situation du dich befindest. Hast du das wirklich nötig? Weißt du, musst du wirklich alleine bleiben? Oder musst du wirklich mit dieser Frau zusammenbleiben, mit der du nicht glücklich bist? Aus meiner Sicht nein. Weil das sind ja alles nur Dinge, die kann man verändern. Man kann sie in die Hand nehmen. Ja? Vielleicht bist du gerade an dem Punkt, dass du das gerade zum ersten Mal realisierst. Ja, stimmt, ich kann das verändern. Vielleicht bist du aber auch schon an dem Punkt, dass du wusstest, du kannst es verändern, aber nicht wie. Ja? Und dann bist du hier jetzt genau richtig. Dafür habe ich das Video gedreht, damit du genau über diesen Titel, weil du es vielleicht bei Google eingegeben hast oder bei YouTube, das findest, was du jetzt hören musstest. Also, ich hoffe, das war genau die Message, die du jetzt gebraucht hast. Schick es auch gerne einem Freund weiter, wenn du jemanden hast, der in so einer Situation steckt, wo du einfach weißt, der kann mit einer anderen Frau glücklicher werden oder überhaupt mit einer Frau glücklich werden. Schick mir das weiter, ja, dann freut er sich, dann freue ich mich, dann können wir noch anderen Männern weiterhelfen. Also, viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao.